Scheiße. Du warst also der Pentasat noch nie so nah? Dass ich unter einer riesigen Brücke lebte, wisst ihr. Wissen Sie, Sir. Achte darauf. Ich will auch so ein Fliegending. Was Rashan deiner Heimat Saren angetan hat, war kein Einzelfall. Sandrakes Streitkräfte sind unerbittlich, jetzt wo Karthus gefallen ist. Dies war mal ein Rückzugsort für all jene, die von der Front fliehen mussten. Doch wurde dann ein weiteres Schlachtfeld. Ein guter Ort, um deine Ausbildung fortzusetzen. Ist ziemlich leer hier. Hat Sandrak alle ermordet? Mit den Sigillen kannst du deine Magie bündeln. Sie präzise steuern, ihr Niveau halten und verhindern, dass sie dich tötet. Deine Sigillen weisen dich als Kampfmagier Luciums und der Armee des Lichts aus. Als Magnus. Ja. Nun mach dich bereit zu kämpfen, Magnus. Kämpfen wogegen, Sir? Schlachtfelder haben Erinnerungen, Jack. Ich werde sie für dich erwecken. Ja, wir lassen uns von vergangenen Dingen töten. Okay, let's go. Donnerkeilzauber. Bam, bam. Fucking Laser, Alter. Oh, ich schieß zwar voll daneben, aber ist mir egal. Nice. Gut. Easy. Man kann schon sagen, was stimmt denn mit ihm nicht? Oh, geilo. Eine Truhe. Als wir uns trafen, hattest du schon magische Kräfte. Ah. Du wusstest, wie du dich damit verteidigen kannst. Eigentlich wusste ich nur, wie man ekligen Schleim von der Brücke kratzt. Jeder fängt klein an. Jetzt musst du lernen, wie du dich besser schützen kannst. Auf Distanz. Geh zum Altar der Sprüche. Da lernst du, wie du ein Schild beschwörst. Okay, danke schön. Hallo, Schild. Wow, wow. Ich fühle mich unbesiegbar. Ganz ruhig, Rekrut. Du bist immer noch stark. Eins Schild. Geil. Mal sehen, was du so kannst. Okay, den Schild müssen wir, können wir aktivieren und deaktivieren. Oh, hi. Hi. Wir können da durchballern. Geil. Oh ja. Ganz passabel. Ganz passabel, halt die Schnauze. Ich bin mega gut. War doch geil. Du bist ein sogenannter Triarch, Jack. Die Pentasat hat dir die Fähigkeit gegeben, alle drei Farben der Magie zu nutzen. Ich will da drauf. Manche Magni kennen nur einzelne Farben. Das hat auch Vorteile. Je begrenzter deine Palette, desto leichter kannst du sie meistern. Ein Triarch ist dafür vielseitiger. Mach auf jetzt. Hallo. Danke. Auf dem Altar dort findest du deinen ersten roten Zauber und eine Sigille, um ihn zu nutzen. Nimm beide. Ja, ich hätte jetzt auch nicht nur eins genommen. Okay. Und die blaue nehme ich ab. Was? 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 Oh, für die rote nehme ich den linken Arm. Kapiert. Ach, nein, nimm. Was? Nimm einfach die rote Sigille, Jack. Okay. Dann nehmen wir mal die rote Sibylle. Ah. Schick. Ja, schick. Da ist die Sibylle. Jetzt den Zauber. Ah. Er scheint wütend zu sein. Zauber haben ein Eigenleben. Rote Magie ist besonders aggressiv, aber die Sigille wird sie deinem Willen unterwerfen. Oh, ist eine gute Sibylle. Geil. Das finde ich ja toll. Heilstein. Eine grüne Essenz. Okay, cool. Gut. Lass sie nicht zu nah an dich ran. Zur Not wechsle zu roter Magie und baller sie zurück. Überlege immer, welche Farbe du am Ende. Bam, Junge. Ich weiß noch nicht mal. Die Rashania sind immer in der Überzahl. Ah, mit E kann ich durchschalten. Geil.
Wäre mir jetzt so nicht aufgefallen, hätte es mir keiner gesagt. Let's go! Nimm diesen Heilkristall. Er hilft. Was? Okay. Heilkristall? Welcher Heilkristall? Wo? Hallo? Heilkristall? Mann, lass mich doch mitfliegen, ey. Blöde Nuss. Ist voll gemein, voll die Egoistin. Dankeschön. Habe ich da was gekriegt? Hallo? Hallo, Spiel. Hallo? Ah. Ja. Yeah. Geheilt. Cool. Einige der Zauber bündelt nicht deine Sigille, sondern ein Totem. Nimm das hier. Okay. Wow. Ich spüre, wie die Magie sich windet. Was ist das? Eine Peitsche. Du kannst damit Feinde zu dir ziehen. Die meisten jedenfalls. Peitsche. Die größeren eher nicht? Eher nicht. Oh, der Bree ist mega geil. Die größeren eher nicht? Nein. Let's go, komm her. Ja, komm rüber. Oh, ist das geil. Ist das geil. Ah, das macht Spaß. Komm, ihr werdet mal die Truhen haben hier. Dankeschön. Schnauze. Schnauze. Komm her. Geh weg. Geh zum nächsten Altar. Jo, das Spiel ist geil. Das macht Spaß. Hallo? Mach doch auf, was ist los? Achso. Ja, ja, ja. Neue Sibylle? Neue Sibylle. Geil. Von allen Farben ist Grün am wunderlichsten. Grün steht für das Reich des Geistes. Für Tod, Leben und Veränderung. Dieser Zauber hat eher was mit Tod zu tun. Tja, ist doch geil. Einen Krieg zu gewinnen. Ist so, Alter. Wollte sich nicht zudröhnen mit dem grünen Zauber. Oh ja. Ja, okay. Schau auf. An diesem Altar erhältst du den Anima-Zauber. Okay. Aber ist geil. Mit dem Anima-Zauber kannst du manche Gegenstände andere Formen annehmen. Manche? Woher weiß ich welche? Sie wurden von einem anderen Magnus mit einer Glyphe versucht. Halt danach Ausschau. Okay. Finde die grüne Glyphe auf der Statue dort. Und dann beweg sie. Okay, du musst die Pfeile halten. Was ist das für eine Rotze? Das ist doch scheiße. Wieso? Junge, Junge, welcher Räudiger hat sich so einen Scheiß ausgedacht? Scheiß drauf, ey. Ja, komm her. Geh weg. 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 Hey. Also ich finde Mobbing geil. Nee, ist aber gerade echt kacke, das Ding. Mach dich bereit. Yo, leg dich hin. Wieder was los. Okay. Oh ja. Nein, geh weg. Achte auf die Schützen. Welche Schützen? Oh, geil. Guck mal. Suchen sich sogar noch das Ziel teilweise. Ist schon geil. Geht das cooler. Gut. Hat ein bisschen AOE-Damage. Das ist cooler. Ihr macht das alles, damit ich der Armee beitrete? Du bist eingetreten, als du die Sibylle angenommen hast. Was hat Sibylle damit zu tun? Lass mich in Ruhe. Ihr meint von euch. Ihr gebt mir so eine und zack. Zack, Sir. Genau. Dann erzählt mir vom Orden der Unsterblichen, Sir. In Saren meintet ihr, ihr wäret ihre Anführerin. Ist das... sind die denn so anders? Wir sind mehr als Soldaten. Wir sind die Beschützer von Lucium. Okay. Meister der Magie. Und Eliteorden. Wir sind die Speerspitze. Wie viele Unsterbliche gibt's, Sir? Zu wenige. Vergiss nicht, mehr als einen Zauber zu nutzen. Geh weg. Hey, geh weg. Ich finde das so toll.
Weiß. Rasereizauber kosten viel Energie und sind sehr mächtig. Mit diesem kannst du gegnerische Schilde brechen. Klingt nützlich. Ach, den kriege ich jetzt. Mhm. Dankeschön. Yeah. Bam. Hallo? Aber zwar cool. Laufend Magie aus dem Reich der Nebel, doch die wird in Kämpfen schnell aufgebraucht. Diese Kristalle dort. Nutze sie, um deine Magie schnell aufzutanken und weiterzukämpfen. Okay. Gut. Was haben wir hier? Diese Richtung. Jetzt runtergesprungen. Ein einzelner Magnus der Armee des Lichts hätte mit der richtigen Ausbildung Sandraks Streitkräfte hier zurückschlagen und viele Menschenleben retten können. Ja? Und warum hat das keiner getan? Wir können nicht überall gleichzeitig sein. Also, etwa so wie in Saren. Spar dir die Wut für deine letzte Prüfung. Ach, letzte Prüfung, geil. Ging ja easy. Was in aller Welt ist das? Wappne dich, Magnus. Keine 100 Meter große Krabbe. Aber ist auch fett genug, um es zu treffen. Hey, Bro, komm her. Ja, halt eher nicht, ne? Wenn du hier stirbst, war das. Ach was. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Nutz doch den scheiß Heilkristall. Was ist denn los mit ihm? Rap. Okay. Sehr beeindruckend. Die Eidbrecher von Karthus sind ein schwerer Brocken. Danke, Sir. Bestleistung, Jack. Wir sehen uns oben. Okay. Cool. Da haben wir unseren ersten Boss erledigt. Das ist eigentlich ganz cool. Das waren nur Geister, Sir. Aber ich wünschte, ich hätte was so ein Dodge zum Ausweichen. Es gibt mehr zu lernen als Zaubersprüche. Was? Was denn noch? Für dich? Selbstkontrolle. Was? Warum das lange Gesicht? Du warst gut heute. Ich kann... Ich glaube, ich... Nun, Sir, ich will das hier nicht tun. Einfach nur Soldat sein. Versteht mich nicht falsch. Ich kämpfe. Ich habe seiner Freundin versprochen. Und meiner Familie. Hast du? Ist auch egal. Was ich sagen will, ist, macht mich zum Unsterblichen. Ich will diesen Krieg als einer von euch kämpfen. Mit der Elite. So läuft das aber nicht. Mit Verlaub, Sir. Diese Lüge ist so... Wie soll ich sagen? Ich glaub das nicht. Ja, ihr bildet mich aus. Persönlich. Ich meine, ihr befehligt die ganze Armee von Lucium. Und dann tut ihr was? Oh, hey, ich beschwöre mal ein paar Phantome für diesen Typen herauf, den ich gerade getroffen habe, weil mir langweilig ist? Es läuft ganz definitiv so. Weil du eben etwas Besonderes bist. Willst du darauf hinaus? Sag mir, wie viele Rekruten kann Lucium denn wohl noch ausbilden? Jeder, der kämpfen kann, tut das bereits. Und wir verlieren trotzdem. Sandrak hat uns schon an den Abgrund gedrängt. Oh, ich... Nun, Ich mag deinen Mut, Jack. Ich mag dich.
Du warst verloren und so voller Wut mit Kräften, die dich zu einer Gefahr für das Königreich machen könnten, das ich schütze. Die Wahl war, dich zu töten oder in eine Waffe gegen Rashan zu verwandeln. Und wir brauchen jeden, den wir kriegen können. Moment. Option A war, mich zu töten? Glaub nicht, meine Aufmerksamkeit ist eine Empfehlung für den Orden. Du wirst kämpfen. An der Front. Wir alle anderen auch. Und wie lange soll das dauern?